Hannes Spielker ist neuer Trainer bei der Spielgemeinschaft USC Landhaus Austria Wien. Er war zuvor mit St. Pölten-Spratzern zweimal Meister und dreimal Cupsieger und führte das Team 2015 in die UEFA Women's Champions League. Aber wofür steht der Trainer Hannes Spielker? Wahrscheinlich kurz formuliert, hart in der Sache, weich zu den Menschen. Ich denke, dass mich das auszeichnet, soziale Kompetenz. Der Umgang einfach mit meinen Spielern und Spielerinnen ist mir extrem wichtig, weil ich der Meinung bin, dass man nur Leistung bringen kann, wenn man sich wohlfühlt, wenn man in einem positiven Umfeld aufs Training kommt, zum Verein kommt. Die Mädels haben bisher dreimal in der Woche trainiert, jetzt gibt es eine vierte Einheit dazu. Was erwartest du dir von dieser Veränderung? Es ist nicht nur von mir gekommen, es ist auch von der Mannschaft im Vorfeld gekommen, eventuell vor allem in der Vorbereitung, eine weitere Einheit einzuplanen. Dem bin ich gerne nachgekommen. Ich denke schon, dass es Vorteile bringt, weil man einfach mehr Zeit hat, um gewisse Dinge zu erarbeiten, sei es im technisch-taktisch und im konditionellen Bereich. Bei dreimal ist es halt sehr straff, sehr eng. Bei viermal hat man einfach mehr Möglichkeiten, mehr Zeit. Und die nehme ich mir und die möchte ich auch den Mädchen geben, sich weiterzuentwickeln. Und da ist gerade in dieser Phase, wo neue Ansätze da sind, möglicherweise eine vierte Einheit natürlich sehr sinnvoll. Ich denke, die Basis ist definitiv da, ist sicher gut gearbeitet worden. Ich kenne mich, wie ich als Trainer funktioniere, wie ich als Trainer möchte, mit meinen Mannschaften zu arbeiten. Und das ist eben ein sehr hochintensives Training. Ich fordere sehr viel von den Mädchen und bin bis jetzt eigentlich immer sehr gut gefahren damit. Das wird sehr schwierig werden, den zweiten Platz zu erreichen, weil eben, und das haben ja die letzten Jahre gezeigt, einfach die Liga dahingehend leider zu schwach ist, als dass man auf großartige Umfaller der Gegnerinnen hoffen kann. Wir müssen uns was machen, sowieso. Wir müssen da sein, wenn es wichtig ist. Ja, das heißt, wir werden auch von der ersten Sekunde an versuchen, Druck aufzubauen. Wir werden versuchen, mit unseren Leistungen Ausrufezeichen zu setzen und eben dann die direkten Duelle gut zu bestreiten und eben dann zu hoffen, dass der eine oder andere vielleicht einmal einen Unfall hat, um wirklich diesen zweiten Platz noch erreichen zu können. Wenn man öfters Zweiter wird, will man irgendwann einmal Erster werden. Und jetzt ist halt die Austria Landhaus in einer Situation, wo sie im Vorjahr Zweiter geworden sind, heuer vielleicht wieder die Möglichkeit besteht, schauen wir mal, was das früher bringt. Und dann muss es mittelfristig einfach der Anspruch sein, dass man einmal besser wird wie Zweiter. Und besser wie Zweiter ist Erster. Und wer dann der große Gegner ist, lassen wir jetzt einmal dahingestellt. Das wissen wir alle nicht, wie sich die Mannschaften oder die Mannschaft auch in St. Pölten entwickelt. Ja, unser großes Ziel wird mittelfristig sein, Platzverbesserungen herbeizuführen, und wenn man Zweiter ist, will man halt irgendwann dann Erster werden. Von meinem Grundgedanken her bin ich ein Trainer, der sehr ein offensiv orientiertes Spiel haben möchte, sehr mutig, sehr kreativ, sehr mit viel Tempo, mit viel Leidenschaft, mit viel Herz, sehr aggressiv auch. Ja, und das werden wir aber, oder das werde ich versuchen, mit den Mädchen auch oder mit den Spielerinnen zu erarbeiten. Also es soll nicht nur von mir kommen, es soll einfach ein Feeling für die Mädels entstehen, was für einen am besten ist, wo ihren Weg hingeht, wo sie sich auch am Spielfeld sehen. Das ist aber jetzt systemunabhängig, da geht es einfach nur darum, wie wollen wir auftreten, wie wollen wir spielen, wer sind wir, wofür stehen wir, wenn wir am Platz rausgingen, und das wird einfach die Aufgabe sein, in den nächsten Wochen das mit den Mädchen und Spielerinnen zu erarbeiten.